großes Thema, wie mache ich mein Haus hübsch? Man kann es verputzen, man kann es aber auch mit Holz verkleiden. Alex, du hast das gemacht hier. Ja. Ein beeindruckendes Bild, aber gar nicht so einfach herzustellen, oder? Was ist das für ein Holz? Das ist die sibirische Lärche. Mhm. Und die hat auch ein. Die ist besonders zugeschnitten, das ist diese Rhombusschalung, nennt man das. Das heißt, das ist wie eine Raute im Querschnitt. Mhm. Das ist nach oben hin schräg und auch unten, nach unten her, das heißt, her schräg angeschnitten. Ah, das geht so leicht nach oben. Genau. Beziehungsweise nach unten, je nachdem von wo du guckst. Jawohl. Warum macht man das? Und das heißt, es quasi den Schlagregen, wo dagegen prasselt, der läuft immer nach vorne. Und es gibt auch eine Tropfnase am Holz, dass wirklich das Holz nicht nach hinten zieht, sondern wirklich vorne an der Außenseite abtropft. Wird das Holz direkt hinten irgendwie an die Wand rangeschraubt oder hast du einen Unterbau drunter? Nee, da braucht man Hinterlüftung, ja. Ne, Unterkonstruktion, bisschen Abstand. Mhm. Wie viel Zentimeter, wenn man das zu Hause selbst machen will, sind das? Das reicht in der senkrechten Schalung mit 2 cm. Ach krass, okay. Ja, das reicht schon. Okay. Und auch hier, wir haben ja auch hier komplett immer offen, das heißt, es zirkuliert und lüftet immer gut aus, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings die optimale Schalung. Muss man es pflegen? Wenn man es in dem Ton, in dem Holzton haben will, muss man es pflegen. Mhm. Auf jeden Fall. Was heißt das? Da ist jetzt eine Lasur drauf. Ja. Soviel ich weiß, momentan die einzigste, die es in Naturfarben dann, also durchsichtig quasi das Holz ohne Farbstoffe aufbringt. Das ist die Dory-Lasur. Mhm. Ja. Und die ist aber allerdings durch das, dass die Pigmente fehlen, also der Farbstoff, ist sie etwas anfälliger. Das heißt, man muss stark beanspruchte Fläche mindestens 2-mal im Jahr nochmal nachbehandeln. Okay, aber stark mal Nordseite oder Wetterseite einfach 2-mal im Jahr. Hier sind wir ein bisschen überdacht. Ist geschützt, ja. Ja, da reicht es schon, wenn man das alle 2-3 Jahre streicht. Es sieht auf alle Fälle extrem beeindruckend aus. Ja, danke schön.